heutigen Tag fahre. Ja, damit wir es schön scharf haben und dass es schneller geht. Was scharf haben? Die Macheten. Die Macheten! Dass wir da unten jetzt reingehen können. Wieso, was steht denn heute so am Plan? Ja, da ein bisschen sauber machen und vorne auch ein bisschen sauber machen. Hola! Der ist schon verrückt. Also das gehört dann noch sauber gemacht. Weil das ja da dann unser Garten wird. Unser Re-Food Forest Garden. Jo. Ja, mal schauen, was da jetzt so in einer Stunde, eineinhalb passiert ist. I'd probably burn it all. Hola, mi querido. Hola, mi querido. ¿Cómo estás? Ja, warm ist. Anstrengend. Ja. Ja, wir schwitzen beide voll. Es ist zwar heute total bewölkt, aber es ist so schwül. Und wir haben ja auch keine leichte Arbeit zu verrichten. Also, wie man sieht, Herr Martin macht da alles sauber, holt da die ganzen Wurzeln raus. Was tust du denn schon noch so? Wurzeln raus und das alte Holz und so Zeug weg, was man nicht brauchen kann im Garten. Ah, und dann machen wir mit dem da unten ein kleines Lagerfeuer. Vielleicht veranstaltet man sogar eine Grillparty. Ha? Kann das sein. Leicht möglich, gell? Da hätten sich die Peruaner sicher total drüber freuen. Da haben wir auch schon einen ganzen Haufen zusammengerichtet. Der wird dann auch angezündet. Dann lassen wir mal in Rachau gehen. Martin hat Feuer gemacht. Das ist aber ganz ein netter Haufen, ha? Ja, gut schaut's aus, oder? Wohl. Da lodert es ein bisschen. Da kriegen wir einen guten Dünger. Ja, stimmt. Puh. Wo ist Fleisch? Kommt noch. Für die Grillparty heute? Müssen wir noch jagen gehen. Müssen wir noch jagen gehen? Ja. Wir haben eh ein Stachelschwein ums Zelt rum. Vielleicht sollten wir das heute erlegen. So schon, gell? Ja. Und nachher Feier auch noch. He. Ja, und da? Arbeiten in der Sauna. Und das da unten wird der Gemüsegarten. Voll cool. Ja, und Schatzi bereitet schon mal den guten Boden vor, damit wir dann nächste Woche nachher in so Gemüse einsetzen können. Und da wir einfach ein super Team sein, erledigt mein Schatz die Arbeiten, für die ich leider zu schwach bin. Dschungel wieder. Heute
geht es an Gartenarbeit. Setzen wir unsere ersten Pflanzen im Boden. Nachdem wir da schieren, letzte Woche frei gemacht haben, ist die Melli jetzt schon fleißig beim Reinzehren für unsere Kartoffeln. Da warten schon ganz ungeduldig unsere Setzlinge, damit sie endlich im Boden laufen. Ja, und ich hoffe, dass ich mir das von meiner Schwiegermama genau angeschaut habe, dass ich das jetzt richtig mache. Aber ich denke, bei Kartoffeln kann man jetzt nicht wahnsinnig viel falsch machen. Die sind ja recht. Haben wir mal die Reihen gemacht. Und was machen wir jetzt, Schatz? Jetzt werden wir die mal in die Erde bringen, ne? Und hoffen, dass sie unseren reichen Ertrag bringen. Genau. Die Setzlinge haben wir im Dorf unten von ganz einem lieben Mann gekriegt. Die schauen recht gut aus. Und der hat gesagt, 30 cm ungefähr und die Augen immer nach oben. Und so mache ich das jetzt Reihe für Reihe, bis wir unsere 30 Setzlinge in der Erde haben. Und damit es auch im peruanischen Dschungel ein bisschen hameln tut, haben wir einfach von daheim ein paar Leckereien nach Peru schicken lassen und hoffen, dass die da sich genauso wohlfühlen als wir im heimischen Garten. Ein Versuch ist es allemal wert. Und dann möchte ich mich nochmal herzlich beim Ricalde bedanken, weil der immer, wenn er so durch den Dschungel strawanzt und da für uns die umgefallenen Bäume sucht, aus der er dann unsere Bretter schneidet. Ja, da findet er immer so kleine Aufmerksamkeiten für mich, weil er ja mich mittlerweile jetzt schon kennengelernt hat und weiß, dass ich Pflanzen sehr lieb. Und nicht nur Gemüse und Obst, sondern auch was zur Verschönerung unseres Grundstückels haben möchte. Ja, und da hat er jetzt letzte Woche mir das dahergebracht. Und aus dem werden dann wohl wunderschöne Blumen, die was einen ganz einen unglaublich intensiven und wohltuenden Geruch von sich geben werden. Da bin ich jetzt schon mal ganz gespannt und freue mich extrem drauf. Jetzt bin ich da ein bisschen am Grundstück rumgelaufen und habe da entdeckt, dass wir wild wachsenden Kaffee auf unserem Grundstück haben. Und zwar ist es das da. Der ist zwar noch klein, aber da haben wir jetzt schon 3 Kaffeepflänzchen gefunden. Und da, das ist eine Frucht, die Quito Quito. Und die blüht, das heißt, da wachsen jetzt schon die ersten Früchte. Sehr geil, freut mich. Hallo Schatzi. Hallo. Man dachte, ich komme dich mal besuchen. Bist du neugierig, was ich mache, oder? Ja. Magst du schon mal erzählen? Ja, ich baue da ein Gestell für unsere Buschbohnen, damit die sich schön ranken können. Okay. Was möchtest du denn haben? Ja? Ja, das ist ja wohl das Gestell für die Buschbohnen. Wir dann weiße und grüne, gell Schatz? Genau, hast du schon mal gesagt. Haben wir uns bei deiner Mama angeschaut, im Garten. So, mal gespannt, was, ob sie wachsen.